Die Asklepios Klinik Bückenwerder nördlich von Berlin. Die Einrichtung ist spezialisiert auf die Behandlung des diabetischen Fußes. Das sogenannte offene Bein ist eine chronische Wunde. Die Gefäße- und Diabetes-Spezialisten hier sind deutschlandweit führend bei der Erstellung von erfolgreichen Behandlungskonzepten. Die schlimmsten Zahlen sind aus einer Untersuchung aus dem Jahr 2000. Da wurden seinerzeit in Nordrhein-Westfalen 50% der Patienten während des Krankenhausaufenthaltes amputiert. Und zwar nicht nur Teile des Fußes, sondern der Unterschenkel oder der Oberschenkel. Wir haben in den letzten Jahren, sind wir in der Regel immer unter 2%, also dramatisch viel besser. Da sind wir sehr stolz drauf und die Patienten natürlich sehr froh. Seit einem Jahr ist Diabetiker Manfred Buder in Behandlung. Der ehemalige Eishockey-Nationalspieler hat als junger Mann an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilgenommen, war immer gut zu Fuß. Der Fuß stand auf der Kippe, weil ich vorher in anderen Krankenhäusern war. Und dann hatte man mir gesagt, wir sind am Ende der Fahnenstange, nachdem ich gefragt habe, was bedeutet das, wir müssten Ihnen den Fuß abnehmen. Da brauche ich nicht sagen, wie einem dann zumute ist, wenn man das ganze Dreiviertel des Lebens Sport getrieben hat und auf einmal einen Fuß verlieren sollte. Patienten wie Manfred Buder werden zu Beginn der Behandlung umfassend diagnostiziert, diabetologisch und gefäßmedizinisch. Wir brauchen immer eine Bildgebung, bevor wir eine Therapie planen. Und dort haben wir für die Patienten die gängigen Untersuchungsmethoden parat. Wir können eine CT-Angiografie, eine MR-Angiografie und diese ganz normale Angiografie durchführen. Desto schlechter die Durchblutung ist, desto eher entscheiden wir uns für die herkömmliche Angiografie als Feinnadelangiografie, wo mit wenig Kontrastmittel bis zu 30 ml hervorragende Bildgebung auch am Unterschenkel erfolgen kann. Die Durchblutung der betroffenen Gliedmaßen muss wiederhergestellt werden. Dazu wird ein Bypass gesetzt. Der Bypass ist, müssen Sie sich vorstellen, immer eine Verbindung von offen nach offen. Also wie eine Brücke, die gebaut wird. Sie müssen also ein Einstromgefäß haben und ein Ausstromgefäß. Das ist ein Bypass. Und dieser ist bei schlechten Gefäßen nur möglich, dauerhaft mit einer Vene anzulegen. Die dauerhafte Durchblutung ist der Schlüssel zum Erfolg. Basis für eine erfolgreiche Wundheilung. Wir haben dieses Prozedere für die Bypassanlage standardisiert, nutzen alle körpereigenen Venen und schaffen es damit, durch eine gute Vorbereitung des Patienten diese Ergebnisse zu erzielen. Nach umfangreicher gefäßchirurgischer Behandlung setzt das Wundmanagement ein. Herr Bruder, ich gucke mir jetzt die Wunde genauer an und nehme erstmal die Pinzette und taste dann die Wunde etwas genauer ab, ob unter dem Schorf noch Eiter drunter sitzt. Ja? Es geht darum, dass man schaut, ob die Narbengewebe sich gut ausbilden, ob die Wunde in der Tiefe kleiner geworden ist, ob die tiefen Gänge sich verschlossen haben, ob der Knochen, der vielleicht freigelegen hat, überdeckelt wird von Narbengewebe, ob es Anhalt dafür gibt, dass eine neue Infektion vielleicht aufgetreten ist, die man dann wieder gesondert behandeln muss. Und dafür muss ich schauen, wie tief ich in die Wunde reinkommen kann. Jetzt komme ich mit dem Schuh, damit Sie zu Hause die Möglichkeiten haben, auch ein paar Schritte zu laufen. Nach Abschluss der stationären Behandlung kommt der Patient im 6- bis 8-wöchigen Rhythmus zur Kontrolle. Spezialschuhe werden angepasst, um schonendes Gehen zu ermöglichen. Behandlungsziel ist es, die Wunden innerhalb von 6 Monaten zu verschließen und so den Fuß zu retten.